Nachrichten aus Bad Mergentheim vom 27. Februar 2013. In den Ortsteilen von Bad Mergentheim, Dörtel, Hachtel, Herbsthausen und bald auch in Roth hat nun das schnelle Internet Einzug gehalten. Während in der Kernstadt noch Betriebe und Kunden der Telekom mit DSL 3000, also 3000 Kilobit im Download und 300 Kilobit im Upload arbeiten müssen, kann man in den genannten Ortsteilen mit 50.000 Kilobit im Download und 10.200 Kilobit rasend schnell ins Internet. Wir zeigen Ihnen den Start der schnellen Datenleitung im Gebäude der Firma Gerner Elektroservice und den anschließenden Vortrag der Firma Neckarcom in der Brauereigaststätte Herbsthausen. Die jetzt hier zusammengekommen sind, um heute dieses Projekt gemeinsam in Beschlag zu nehmen. Ich begrüße Sie ganz herzlich und habe gerade die Instruktion gekriegt, jetzt keine große Rede, sondern jetzt nur kurz Einführung, dann gibt es hier den gemeinsamen Knopfdruck, dann gehen wir zum Gucken und anschließend, wenn wir dann in der warmen Stube unserer Hauptfrau zusammensitzen, dort darf doch jeder seine Rede halten, ich werde mein Konzept also selber wegstecken. Trotzdem, das Ereignis ist wichtig genug, um auch hier schon ein paar Worte zu verlieren mit dem Ankauf. Sie, weil wahrscheinlich nicht jeden Morgen so viele Leute im Jahr sind, wenn man hier im Haus Gerner sich versammelt. Ich wünsche uns allen, das ist vorab als Kern, dass die Erwartungen, die die Bevölkerung, die die Verantwortlichen der Politik, die die Verantwortlichen des Stadtwerks, der Partner, der Betreiber gemeinsam in dieses Projekt gesetzt haben, dass sich diese Erwartungen in den nächsten vielen Jahren erfüllen. Wir haben viel Geld in die Hand genommen, viel Zeit investiert, viele emotionale Diskussionen mit Bürgerversammlungen, Informationsveranstaltungen vor Ort gehabt. Das Projekt, das seit vielen, vielen Jahren vor sich hindümpelte, ist nun mit einem großen Kraftakt, auch der finanziellen Art, dank der Bereitschaft des Gemeinderats hier wirklich für unsere Teilgemeinden viel Geld in die Hand zu nehmen, Gott sei Dank realisiert worden. Auch indem wir Landesfördermittel nutzen konnten und indem wir Gott sei Dank einen soliden Betreiber aus Stuttgart gefunden haben, der gesagt hat, jawohl, ich engagiere mich hier weiter im ländlichen Raum und der deswegen auch von uns den Zuschlag erhalten hat, weil er mit einem soliden Angebot uns hilft, dass trotz des städtischen Engagements die eigene Finanzkasse nicht oben rausschießt. Sie wissen, wir haben andere Aufreger, für die wir das Geld noch brauchen. Darum ist gut, dass wir mit dem Projekt jetzt wenigstens in einem überschaubaren Rahmen da sind. Deswegen der zweite Kernsatz, mein Dank gilt den Verantwortlichen, die jetzt über Jahre versucht haben und mit viel Einsatz jetzt erreicht haben, dieses Projekt voranzubringen. Zwei stehen da gerade nebeneinander, die in vielen Veranstaltungen und Diskussionen und Kontakten mit den Behörden die Situation vor Ort so stark nach oben getragen haben, dass dann auch der nötige Druck da war. Und der dritte Satz, das ist mein Dank an die Bevölkerung. Die Mitbürgerinnen und Mitbürger haben dieses Projekt herbeigesehen, seit Jahren. Hier geht es nicht um die Nostalgie des Chattens im Internet, hier geht es um die Frage, wie können Schüler ihre Hausaufgaben machen, weil heute der Einsatz von Technik einfach normal ist. Wie können Unternehmen, wie können Betriebe, die hier in den Ortschaften wohnen und arbeiten, ihre Zukunft sichern, indem die elektronische, die technische, die IT-Infrastruktur stimmt. Und jeder Bürger, der in diesem Land lebt, hat ja einen Anspruch auf einigermaßen gleiche Lebensbedingungen. Das heißt, jede Familie, die hier gebaut hat, die hier Gott sei Dank ihren Lebensmittelpunkt bei uns sucht und sieht, die braucht das Angebot, dass sie so leben kann, wie einer, der in der Großstadt lebt. Und dazu gehört einfach auch eine gute Breitbandversorgung. Jetzt habe ich drei lange Sätze gesprochen. Ich hoffe, Sie konnten es trotzdem mitnehmen, weil diese Kernsache des Dankes und des Hinweises auf die Anstrengungen aber sei am Anfang gestattet. Vielleicht kommt ebenfalls ein kurzes Grundsatzstatement von Ihnen, Herr Schmidt, und dann anschließend werden wir, glaube ich, gemeinsam den Knopf drücken. Herzlich willkommen, freue mich, dass so viele da sind, zeigt auch die Bedeutung des Projekts und wir werden nachher alle Akteure, wenn wir dann in der warmen Hauptstraße, wo wir heute sind, im Einzelnen nochmal nennen, damit auch aufgezeigt wird, wie vielfältig das Engagement
ist, das zu diesem heutigen Tag geführt hat. Vielen Dank und bitteschön, Herr Schmidt. Ja, sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, also sehr geehrte Gäste, liebe Familie Germer, die Sie hier freundlicherweise den Raum zur Verfügung gestellt haben, damit wir nicht im Kalten stehen, wäre das sehr unangenehm gewesen heute. Ich freue mich, hier heute den Startschuss zu geben für die Auffahrt Datenautobahn. Ja, ich hoffe, man sieht ein bisschen, dass wir mal einen Werkteil geschrieben haben. Wir sind in Werkteil. Natürlich, bitte natürlich, aber möglicherweise nimmt es für den Wettbewerber übel, das war es gar nicht mein. Wir wissen sehr wohl darin, dass wir in vier Ortsteilen jetzt unterwegs sind, aber hier hoffentlich einen guten Job gemacht haben und machen werden. Ich habe gedacht, Sie halten es ganz kurz und schreiben zurück ganz am Anfang nur diesen knackigen Satz mit ins Stammbuch von den Erwartungen. Aber Sie haben ja glücklicherweise auch noch vom lieben Partner gesprochen, was mich dann gefreut hat, dass nicht nur die Erwartungen, sondern die Mahnung quasi da waren, sondern auch die Aussagen unseres lieben Partner. Ja, ich bin erst seit Dezember 2012 bei der Neckar gekommen, von daher auch unbekannt, Ihnen unbekannt, denen, die jetzt an dem Projekt schon intensiv beteiligt waren. Ich selbst kenne es einfach auch nicht im Detail. Nach meinem Kenntnisstand lief vom Aufbau her gut. Habe jetzt auch mal so ein bisschen nachgeschaut, so in den Monatsberichten und der Projektverlauf war keine kritische Aussage mit dabei oder kein kritischer Punkt. Jetzt, soweit ich es nachvollziehen kann, aus meiner Sicht war es eine gute Zusammenarbeit mit der Stadt Bad Mergentheim, mit allen Beteiligten. Es ist nicht nur eine Stadt und wir, sondern das sind viele Bürger, die sich mit einbringen und die dazu beitragen, dass man zu dem Erfolg kommt und an so einem Tag dann hier steht und etwas offiziell einweiht und in Betrieb nimmt. Dafür herzlichen Dank allen Beteiligten. Ja, wir sind bemüht, einen guten Job zu machen. Wir hoffen, dass Sie zufrieden sein werden. Wir haben jetzt auch nicht so viel vorgreifen reden. Wir würden uns freuen, wir haben mehr Kunden gewinnen. Sind jetzt in der Aufschaltung und ja, hoffen, dass wir hier zufriedene Kunden haben werden und dass wir hier einen guten Job machen in diesen vier Teilorten Dörten, Hachtel, Herbsthausen und Roth. Ja, von daher würde ich sagen, geben wir Feuer frei für diesen Startschuss auf die Datenautobahn. So. Also, so schützen drüber. Auf die Plätze, fertig, los! Dass Sie uns diese Sponsor, dann danken wir jetzt schon. Vorsichtig sein mit Ihrem Satz. Ja, ja. Gut. Die Nordseite können wir gleich mal noch sehen, dass wir auch wirklich live sind. Nichts wurde gestellt. Tatsächlich im Netz, schnell im Netz unterwegs. Wir haben hier 50.000. Ja. 54 Megabit. Ja. Sind wir jetzt auch relativ nah an den Hauptverzweiger. Kann man auch mal zeigen. Wir sind jetzt hier auf der Fritzbox und hier sehen Sie die Geschwindigkeit. 50 Megabit zu 10. Selben Zeit zu fahren, erfüllen können. Soll ja nur mal kein Einziehen, dass wir, es wurde nichts gestellt, außer dass wir natürlich die Kabel einfach so über die Straße verlegt haben. Wurde nichts gestellt. Wir sind live auf der Technik mit drauf und im Internet. Ja, herzlichen Dank. Gibt mir einen speziellen Zeitenwunsch ab, aber sind wir da nicht zufrieden? Das ist der Rahmenlauf, den Sie selber auch haben. Aber interessant ist, ein kompletter Zettel voll, das mit Namen.
mit Namen von Leuten, die an dem Projekt beteiligt waren. Und da nochmal Ihnen, Herr Dr. Schmidt, als erstes, auch wenn Sie bei Ihrer Organisation dort noch neuere Neuling sind, wie ich bei meiner Stadtverwaltung, ich bin inzwischen 20 Monate im Amt, und dieses Projekt war eines der ersten Projekte, die sofort auf den Schreibtisch lagen mit der Aussage, da ist seit vielen Jahren Stagnation, wir haben einiges versucht, wir sind in der nächsten Ausschreibungsrunde, damals ging es darum, die erste Runde, wo man gehofft hat, man kriegt es mit der ersten Tranche der Fördermittel hin, was dann in den Ortschaften draußen gleich große Enttäuschung auslöste, nachdem wir zuerst den Bürgerinfo gemacht haben. Dann hat man sagen müssen, Abwill, wir finden keinen Anbieter, der für die Fördergelder, die in der ersten Tranche möglich waren, das Projekt macht. Dann musste der Stadtrat in eine neue Ausschreibung rein. Der Herr Wirtschaftsführer, dem ich an der Stelle ein großes Lob für sein Engagement, seine Geduld, vor allem auch seine Verbissenheit aussprechen möchte, musste Prügel einstecken, so quasi, warum kriegt ihr das Ding nicht hin? Dann kam die zweite Ausschreibung, wir haben dem Land geglaubt, haben uns wieder beworben, haben das Ding ein bisschen justiert. Der Stadtrat hat nochmal Geld draufgelegt. Unterm Strich laufen jetzt 300.000 Euro in dieses Projekt rein. Davon 160.000 Direktzuschuss durch die Stadt Bad Mergentheim über unseren städtischen Haushalt und 140.000 dann Fördermittel vom Land, die dann wieder sich für bestimmte Bereiche des Baus der Infrastruktur aufteilen. Also von daher, nun Ende gut, alles gut. Lieber Dr. Schmidt, Sie haben es vorher angesprochen, eins kommt jetzt natürlich als nächstes. Und Sie haben es im Zwiegespräch, das ich kurz miterleben durfte, vorher gekriegt. Jetzt kommt die Erwartung der Bevölkerung, hält das System, was es verspricht? Wie viel Megabyte kriegst du wirklich durch die Glasfaser gejagt? Sprich, wenn das Kind an der Konsole sitzt, der Papa irgendwo sonst im Internet unterwegs ist, die Mama auch noch was macht und nebenher noch irgendwo weitere Geräte laufen, die zukünftig über Glasfaser bedient werden, dann entscheidet sich, ob dieser Haushalt wirklich komfortabel angebunden ist. Und ich bin sehr gespannt auf die Rückmeldungen unserer wenigen Unternehmen, die wir haben, unserer Firmen, weil für dieses existenziell notwendig, dass das Ding gut und sauber läuft. Und deswegen mit dem Dank an alle Beteiligten möchte ich auch gleich den Appell ausgeben. Das betrifft sowohl diejenigen, die es nutzen, als auch uns, die es insgesamt zu verantworten haben. Lassen Sie uns kritisch gucken in alle Details, dass das Ding rund läuft. Und dort, wo man das Gefühl hat, da stottert der Motor, da müssen wir gemeinsam gucken, was die Ursachen sind und das schnell aufarbeiten. Weil jetzt ist so viel Zeit und Geld investiert worden, die Erwartungen sind hoch, jetzt muss das Ding funktionieren. Das ist aus meiner Sicht der Anspruch, den wir alle an uns selber haben müssen, aber dann ist es auch eine gute Sache und unsere Bevölkerung, unsere Unternehmer werden davon profitieren. Die Reihenfolge der Danksagung, nachdem ich der Neckarkom schon gedankt habe, geht weiter mit dem Stadtwerk Turbo Franken. Da haben wir den Harry Schäfer am Tisch als Vertreter des Stadtwerks, der sowohl durch seine Funktion im Stadtwerk als auch durch seine Person, weil er auch noch in der Personalunion im Stadtrat ist, mit einem wortgewaltigen Fachwissen immer wieder dazu beigetragen hat, dass die Themen vorangehen, dass sie wach bleiben und auch mit vielen Detailvorschlägen, weil er eben Kenntnis der Situation alle Teilen hatte, geguckt hat, dass die ganzen Themen, die man brauchte, um den Bau der Infrastruktur vorzubereiten, dann auch umgesetzt werden. Also danke an Stadtwerk, die die Infrastruktur baut und durch dieses Engagement wird das DSL-Projekt auch erst ermöglicht. Dann möchte ich danken Ihnen, Herr Siegle, nachdem ich gerade vorher dann auch schon überlegen musste, wie heißt der Mensch, der mit großem Engagement, und das werden alle bestätigen können, die dabei waren bei den Bürgerversammlungen, wirklich mit flammenden Reden aufgezeigt hat, wie wichtig das Projekt ist, welche Chancen das hat und auch versucht hat, der Bevölkerung klarzumachen, unterschreibt jetzt nicht noch bei den anderen, wenn wir das Ding hier schon machen, sondern auf der wollen wir ja euch als Vertragspartner, euch die Einwohner. Herzlichen Dank. Außer auch Ihnen, Herr Siegel, herzlichen Dank sowohl für die Beratung. Sie haben die Stadt begleitet als Unternehmensgruppe TKT Teleconsult, aber Sie haben auch einen entscheidenden Anteil an der Glaubwürdigkeit, als wir draußen das Projekt dargestellt haben und auch einen Anteil daran, dass die Menschen die Geduld hatten, so lange zuzuwarten und jetzt tatsächlich das Endprodukt, nämlich eine positive Lösung, auch als Ergebnis tatsächlich haben.
Dann möchte ich mich bedanken bei den Rechtsanwälten USCOM, der Kai-Markus Schönig, wo sitzt da, der ist entschuldigt. Ja, super. Noch also, für das dann sei ich mir ins Gedanken und ich komme zu meinen eigenen Stadträten, der wir bei mir am Tisch haben. Herr Pfarrer als Chef der CDU-Fraktion, der deutschen Fraktion, der ist schon begrüßt, der Herr Schwab, der auch zur CDU gehört. Der Herr Bonotte, der Chef der SPD-Fraktion, war vorher da, müsste jetzt aber zum nächsten Termin und in diesem Dank an die Gemeinderäte für die Geduld, die Entscheidung und die Begleitung möchte ich dann auch die Ortsvorsteher einschließen und dann ohne Wertung der Einfolge Herr Leiter als der örtliche Häuptling, der nachher auch noch kurz zum Sprechen wird und die beiden Kollegen, Herr Kreuzer und Herr Runner, die nun auch diese frohe Botschaft mit verbinden können in ihren Ortschaften. Deswegen ist auch meine Bitte, helfen Sie uns, dass bei der Bevölkerung jetzt bekannt wird. Das Projekt ist da, es läuft. Man kann sich jetzt anschließen, man kann jetzt Verträge unterschreiben oder wenn man sie noch nicht unterschrieben hat, das wollte ich nachholen, sodass wirklich dann auch genügend Masse, genügend Volumen auf das Projekt kommt, sodass auch der Betreiber zu uns in ein paar Jahren sagt, jawohl, wir machen weiter, wir halten mit euch durch. Weil das eine sind Verträge, das andere ist die Umsetzung in der Realität. Und das ist nur wieder die Frage, wie viele Nutzer sind dran, mit welchem Volumen sind die dran, sodass das entscheiden wird auf Dauer, dann auch, dass das Projekt von Erfolg geprägt ist. Ich möchte, auch wenn Sie jetzt nicht da sind, an der Stelle doch auch einen Dank Richtung Land aussprechen, das unabhängig von der Regierung, das ist ja unter Schwarz-Gelb alles eingesteuert worden und wurde von Rot-Grün jetzt fortgesetzt, zumindest diese Förderprogramme zur Breitbandförderung im ländlichen Raum auf der Tagesordnung lässt, weil uns alle politisch Verantwortlichen in der Landes- und Bundeshauptstadt jeweils versprochen haben, dass auch der ländliche Raum Lebensqualität und Lebenschancen haben soll. Und das geht eben nur, wenn man auch die Infrastruktur bereitstellt und die DSL-Infrastruktur ist eine der wichtigsten überhaupt inzwischen geworden. Abschließend nochmal den Dank an Sie, Herr Stefan, gemeinsam mit dem Herrn Gedemann, weil die Projektbetreuung, ich weiß das ja, was da so verschreitet liegt, schon eine harte Nuss war. Vor allem, was willst du denn machen? Was willst du denn machen? Man braucht Unternehmer, die ein Angebot abgeben und die dann auch wirklich ernsthaft bereit sind, mit der Stadt über die Details zu diskutieren. Wenn keiner kommt, der das System machen will, man könnte es ja nicht selber aus dem Boden stampfen. Und das vielleicht als abschließende Anekdote, wir waren zwischendrin mal so verzweifelt, dass wir gedacht haben, das eigene Stadtwerk, wo es gut zu tun hat, das müssen wir jetzt dann auch noch machen. Also selbst das war mal ein Thema, wohl wissend, dass wenn man hier eine neue Baustelle aufmacht und plötzlich als Dienstleister in so einem Bereich mit an Bord zu sein, das gibt dann aber ganz andere Themen, weil da hat man ja Ärger ohne Ende, weil minütlich Anrufe einkommen über irgendwelche langsamen Leitungen, die einfach nicht funktionieren. Soweit von meiner Seite nochmal Dank an alle. Wir haben auch noch eine besondere Geschichte heute. Die Frau Beining, unsere eigene Pressesprecherin, vertritt die Presse. Das Schöne in so einer Situation ist, ich muss Ihnen jetzt nicht, ich zeige es aber, dass ich es hiermit erzählt habe, alle Details des Projekts mit Fakten und Daten erzählen, wo auch die ganzen letzten Jahre nochmal ein Revue passiert werden. Wir werden das in der Presseerklärung geschickt mit einbauen. Sie haben es hiermit gehört und vielleicht wird es ein oder andere davon auch vom Herrn Leiter, vom Herrn Schmidt nochmal aufgegriffen. Die geht es im Anschluss nochmal spielen. Das war ergreifend. Nochmal herzlich willkommen. Ich denke, das Essen haben Sie alle verdient, weil Sie draußen erzählen müssen, wie toll das Projekt ist und haben vor allem jene verdient, die von Anfang an dabei waren. Deswegen bitte ich jetzt um die weiteren Worte, vielleicht als nächster Sicherheitsleiter, dass der Schmidt nochmal einen schönen Abschluss machen kann, indem er den Umschlag von uns gehört hat. Und Ihnen jetzt allen herzlichen Dank, dass Sie dort hier da sein heute, dem Projekt auch nochmal die nötige Wertschätzung geben. Und auch damit die Bevölkerung des Frühlaufs, jawohl, die nehmen das ernst und wichtig. Und jetzt hoffen wir, dass wir was Gutes getan haben. Nochmal danke und Herr Leiter, bitte schön. Ja, sehr geehrte Damen und Herren, es ist eine allgemeine Begrüßung, das jetzt nicht jeden hier macht, einen Einzelaufruf. Ich möchte einfach einen Willkommensgruß sagen also für alle Herbsthäuser, weil Sie hier beim Morgen Herbsthausen sind. Und ich denke, ich kann das auch für meine Ortsvorsteherkollegen, für ihre Ortsteile sagen, da wir diesen Termin sehnlichst herbeigewartet haben. Nachdem sich schon im Jahre 2009 abgezeichnet hat, dass es für kleinere Ortschaften schwierig wird, an einen leistungsfähigen Internetanschluss zu gelangen,
hat der Stadtrat in Bad Mergentheim beschlossen, ein Glaswasserkabelleitung für unsere Orte Herbsthausen, Brot, Dörtel und Hachtel in Zusammenarbeit mit dem Stadtwerk Tauberfang zu erstellen. Das war damals wirklich ein mutiger Schritt, wobei nicht ganz klar war, wie der Ausbau der sonstigen Infrastruktur, Funklösung und so weiter, die ja auch zum Teil hier im Kreis gemacht wurde, wie das sich entwickelt. Also herzlichen Dank für diesen mutigen Schritt und wir können heute auch Dank sagen bei den Fraktionsvorsitzenden, die hier stellvertretend für das Gremium des Stadtrates zu dieser Einweihung gekommen sind. Der Spatenstich für den Leitungsbau ist fast ins Wasser gefallen. Er wurde am 24.08.2009 vorgenommen, da jedoch im Kinderhaus Auenland die Wasserleitung geplatzt war. Und dieser unter Wasser stand, kam leider die Presse nicht zum Spatenstich. Und der Spatenstich wurde vorgenommen, damals mit dem Oberbürgermeister Barth, dem Ortsvorsteher und dem Dr. Schön von den Stadtwerken. Ja, Kommentar als kleine Anekdote. Dr. Schön hat gesagt, das Wasser in Mergentheim müsste trotzdem zahlen. Ja, es wurde begonnen, unverzüglich, durch die Firma Bollerbau. Und die Leitungen wurden gelegt. Herr Schäfer hat sich damals intensivst bemüht, zusammen mit der Firma Boller das Projekt voranzutreiben. Das war dann quasi Ende 2009 fast fertig. Dann kam die eigentliche Hürde, die Ausschreibungen. Die Ausschreibungen bekamen damals kein Angebot, da inzwischen das Land erklärte, es würde einen Zuschuss für die Kommunen bereitstellen, haben sich alle Anbieter bedeckt gehalten. Erst eine Ausschreibung im März 2011 gab es zwei Anbieter, die Telekom und die Firma Neckarcom, die vom 12.01.2012 dann in der eingegangen ist und der Gemeinderat entschied dann in der Sitzung am 29.03.2012 aufgrund des besseren Angebotes, des günstigen Angebotes für die Firma Neckarcom. Der Vertrag wurde dann in den folgenden Wochen geschlossen und im Herbst 2012 wurden die DISLEMs in den jeweiligen Orten aufgebaut. Die Telekom hat jedoch die Übergabe nochmals bis 2013 verzögert, indem sie ihre entsprechenden Leistungsdaten zurückgehalten hat. Das ist immer diese Punkte, wenn die Leute dann sehen, dass man die Geräte da hat und verstehen nicht, warum kann man jetzt nicht anschließen. Das kommen ständig diese Fragen. Nun sind bereits einige Haushalte angeschlossen, für sie ist das Spiel freigegeben. Die meisten sind jedoch noch Zuschauer und können erst in einigen Monaten das Spielfeld nutzen. Der Service ist hier vielleicht noch als ausbaufähig zu bezeichnen, wobei die Telekom einfach ihre Machtstellung ausnutzt. Wie kommt es zu dieser Gesamtsituation? Fragen sich natürlich viele Bürger in Gesprächen. Muss man sagen, wir haben eine Privatisierung des Telekommunikationsbereichs in Deutschland, jedoch werden keine geeigneten Rahmenbedingungen seitens des Gesetzgebers geschaffen, der diese Fehler baldmöglichst beheben sollte. Wir haben die Hürde geschafft, wir haben heute unsere Einweihung und wünschen uns für die folgenden 5 Jahre die Laufzeit des Vertrags mit Neckarcom, eine gute Zusammenarbeit, begeisterte Kunden und hier in den Ortschaften zufriedene Mitbürger. Hergerissen, eigentlich, ob ich überhaupt eine Präsentation machen soll. Normalerweise wird die Präsentation vor dem großen Knopfdruck. Ich weiß nicht, ob es hier jetzt noch passt, aber vielleicht, nachdem jetzt auch die Frage nach den Bissfragen war, würde ich dann doch vielleicht aufholen und noch zeigen. Thank you.
Bad Mergentheim, genau gesagt, wie vorhin schon erwähnt, vier Ortsteile von Bad Mergentheim. Das sagt man nur, wir müssen hier übertreiben. Viele Zahlen, Daten, Fakten, mehr als ich wusste, was die Geschichte angeht. Für mich hat es dann, was ich so recherchiert habe, begonnen eben mit der Ausschreibung 2011. Habe ich recherchieren können, die ganze Vorgeschichte, die war für mich jetzt auch in so unseren Unterlagen nicht so zu erkennen. Ausschreibung, Angebotsabgabe und dann der Projektstart dann richtig intern für die Technik bei uns im Mai 2012. Habe mich jetzt gefreut irgendwo, dass wir uns da aber nicht irgendwelche Verzögerungen haben zu Schulden kommen lassen. Denn wir haben gesagt, März war die Entscheidung, dann war ja noch Vertragsabschluss und so weiter. Wie gesagt, richtig los ging es in der Technik bei uns im Mai 2012. Und ich meine, wir waren ja auch vom Termin her soweit in der Zeit. Wir haben natürlich auch hier eine gute Infrastruktur vorgefunden in diesem Projekt hier in Bad Mergentheim. Wir haben unser Backbone-Netz mal so repräsentativ, so ein paar Hauptstrecken hier dargestellt als rote Linien über ganz Baden-Württemberg hinweg. Dann um von diesem Backbone-Netz in die einzelnen Gemeinden, Städte und Gemeinden zu kommen, gibt es die Möglichkeit zum einen über Funk, zum anderen über LWL. Ich möchte hier gar nicht abwerten über Funk sprechen. Funk ist auch okay, aber es ist natürlich immer ein Tick besser, wenn man eine LWL-Anbindung realisieren kann. Und da waren wir in der glücklichen Situation, dass zum einen wir eine LWL-Trasse hierher haben und dass ja auch Sie, wie auch schon erwähnt, auch sehr viel investiert haben in den Aufbau eines eigenen LWL-Netzes, um dann quasi von Ortschaft zu kommen. Das heißt, aus unserer Sicht sehr gute Voraussetzungen, um hier eine gute Versorgung aufzubauen und eben nicht die Stück weit dann die zweitbeste Lösung, Funk hier heranziehen zu müssen. Zur Neckar kommen an sich, hier sind mal ein paar Städte und Gemeinden dargestellt, in denen wir unterwegs sind. Schon, also es fühlt sich bei mir mehr, beziehungsweise es passt schon nicht mehr alles auf eine Folie, nur mal so als kleiner Abriss, wo wir überall sind und natürlich, da wir beide uns hier befinden, den Gas ganz in der Mitte mit dem Boden haben, für uns Bad Mergentheim, wenn wir hier bei Ihnen in Zusammenarbeit mit der Stadt und mit unseren Kunden dann hier wirklich eine gute Leistung erbringen wollen und wirklich über die Jahre hinweg hier eine gute Versorgung bieten wollen. Hier nochmal dargestellt die LWL-Infrastruktur, das heißt, das Blaue ist die Trasse, über die wir die Zuführung realisieren, und rot dargestellt dann die Trassen, die Sie gebaut haben, quasi um dann in die einzelnen Orte zu kommen. Hier auch schon mal dargestellt die Versorgungssituation, das kommt jetzt aber in den nächsten Bildern auch noch besser. Also wir erschließen dann immer diese sogenannten Kabelverzweige, die blauen Kästen, die wohl allgemein bekannt sind. Da haben wir in Hachtel hier drei Stück, das sind hier Magenta, wer hätte es gedacht, Magenta dargestellt. Dort stellen wir einen eigenen Schrank daneben mit aktiver Technik und versorgen von dort aus. Und eine direkte Erschließung der Kabelverzweige ist natürlich das Bestmögliche, was man für Kupfer überhaupt erzielen kann. Das heißt, da erreicht man doch größtenteils 50 Megabit bis zum Kunden, je nachdem dann auch nur 35 Megabit, wenn es mal wirklich weit entfernt sein sollte im Haus von KVZ. Aber die Kunden hier dürfen sich wohl größtenteils auf die 50 Megabit freuen. Das heißt, drei KVZ, Kabelverzweiger der Telekom in Hachtel, wo wir jeweils dann eigene Technik daneben gebaut haben. Dann einer in Dörtel, auch mit guten Voraussetzungen, was eine gute Versorgung angeht. In Herbsthausen können wir es auch wieder erkennen, ganz schwach hier die drei, die wir auch alle versorgt haben. Wir waren jetzt gerade voll direkt in der Nähe von einem. Und rot ist hier jetzt noch keine Versorgung dargestellt.
Roth hat sich dann im Verlauf des Projekts herausgestellt, dass man eigentlich diesen Kabelverzweiger im Rahmen eines anderen Projektes schon erschlossen hatten, allerdings aus der Ferne. Das hat jetzt dort auch noch zu Verzögerungen geführt, weil wir jetzt das bei der Telekom nochmal neu beantragen mussten. Ja, es ist eigentlich natürlich irgendwo als Unternehmen der TK-Branche sowieso eine Genugtuung, wenn auch von anderer Seite kritische Stimmen im Hinblick auf den Wettbewerber kommen. Aber man muss vielleicht auch Verständnis haben, von der Telekom ist sicher aber keine einfache Situation von der Telekom, die über Jahrzehnte weg eine Infrastruktur aufgebaut hat und der im Prinzip natürlich jetzt auch ein Stück weit Geschäftsgrundlage weggenommen wird. Als NBW sind wir auch ein Stück weit natürlich im Netzbereich. Letztlich, manchmal muss man dann auch Verständnis dafür haben. Aber wie gesagt, es ist natürlich dann auch so eine Genugtuung, wenn von anderer Seite kritische Worte kommen. Wie gesagt, Roth sind wir intensiv dran. Dort, dass das auch uns bekommen hat, einfach zu Verzögerungen geführt. Wir mussten wieder einen Antrag stellen, kam eine Ablehnung, nochmal einen Antrag gestellt und dann zum Glück die Zusage bekommen. Wir müssen jetzt aber auch nochmal eine Klärung vornehmen, aber Roth kommt auch. Da haben wir von unseren Baumaßnahmen her Ende März. Vielleicht auch, weil es angeklungen ist, die Terminsituation. Ist manchmal auch schwierig von der Kommunikation her. Manchmal schließen wir Verträge, wo wir einfach auch einen Termin für die Fertigstellung gewährleisten müssen, eine Terminzusage geben. Und dann kommen hinterher zum Teil eben noch solche Zeiten, bis die Telekom gewisse Messprotokolle uns zur Verfügung stellt etc. Und dann handhaben wir das zum Teil mit dem Begriff technische Betriebsbereitschaft. Das heißt, wir haben eigentlich unseren Teil erfüllt. Wir sind nicht vertragsbrüchig geworden. Die Kunden können es noch nicht nutzen, was sicher vielfach zu Unzufriedenheit auch führt. Ja, ihr habt doch kommuniziert, ihr seid fertig und wir bekommen noch keinen Dienst. Das ist immer zum einen dieses Thema, bis Messprotokolle vorliegen, ist eine gewisse Zeit. Dann ist das Thema, Kunden sind in ihren eigenen Verträgen gebunden, kommen dann je nachdem aus diesen Verträgen heraus. Das Umschalten der Teilnehmerleitung, gut, das dauert in der Regel nicht so lange, dauert dann aber auch nochmal je nachdem 14 Tage. Das sind sicher alles Faktoren, die manches Mal gerade zu einem Projektstart schon zu einer gewissen Missstimmung aufführen und vielleicht vom Kunden nicht so wahrgenommen und nicht so verstanden werden. Das ist ein schlechter Start, den wir uns eigentlich nicht geben wollen. Wir möchten da auch von der Kommunikation her zukünftig ganz sauber werden und uns auch nicht unter Druck setzen lassen von Vertragssituationen, dass wir dann eigentlich Termine melden, die nicht die ganze Wahrheit sind, irgendwas die Aufschreibung der Kunden angeht. Ja, für die Privatkunden, das bieten wir da, Telefonie heißt bieten damit mit bis zu 50 Megabit. Ja, sehen Sie alles an unseren Flyern, günstige Flatrate, Telefon-Flatrate, einem guten DSL-Router, den wir da rausgesucht haben, ein gutes Produkt, den billigsten, den wir uns im Kunden zur Verfügung stellen. Analoge Telefone können weiter genutzt werden. Gut, manchmal gibt es Konstellationen, wo es gewisse Probleme gibt mit den vorhandenen Geräten, aber in der Regel kann man die vorhandenen Geräte weiter nutzen. Fix, fertig, alles aus einer Hand und Flexibilität bei der Tarifwahl. Kein Telekom-Vertrag mehr notwendig, was wir natürlich, wenn wir die Infrastruktur dafür aufgebaut haben, wo wir uns natürlich freuen und unsere Kunden auch diese Leistung in Anspruch nehmen und wirklich dann auch das entsprechende Produkt bei uns buchen mit diesen 50 Megabit pro Sekunde, was dann eben auch ein paar Euro mehr kostet als das günstigste, aber als das billigste, aber es lohnt sich, man hat dann einfach auch den Spaß und den schnellen Internetzugang. Man ist dann wirklich auf der Datenautobahn. Noch kurz für Geschäftskunden, weil das auch schon angeschnitten wurde. Angebote für Geschäftskunden, Internetzugang, Nekacom Business Web, Internet und Telefonie, Nekacom Business Web und Phone und Internet und Telefonie für Anlagentechnik, das heißt eigene TK-Anlagen, Nekacom Business Web und Phone mit Anlagenanschluss. Das ist das Spektrum. Wir hoffen natürlich,
natürlich auch, dass wir die Gewerbekunden hier gut bedienen können, auch da einen guten Job machen und zufriedene Kunden haben. Ja, vielen Dank von meiner Seite für Ihre Teilnahme. Und wie gesagt, ich hoffe auf eine gute Zusammenarbeit, gedeihliche Zusammenarbeit zwischen Stadt, Kunden und uns. Wir werden unseren Teil dazu beitragen, wir bemühen uns. Ja, ich habe es auch im Vorgespräch schon gehört. Ich glaube, wer im Internet surft irgendwo, liest doch manchmal auch kritische Töne, was den EKCOM angeht, was unseren Service angeht. Das wissen wir. Wir sind dabei, das umzustellen. Da sind jetzt die ersten Kunden vielleicht gerade noch von der momentan unfriedigen Situation betroffen. Da sind wir ganz massiv dran. Kommende Woche wollen wir da eine Umstellung vornehmen. Auch einen TK-Dienstleister, einen Callcenter-Dienstleister mit ins Boot nehmen, wo wir einfach dann einen besseren Service bieten können, als es heute teilweise der Fall ist und bisher teilweise der Fall war. Und was uns, wie gesagt, auch da und dort Kritik eingebracht hat. Da würde keinen Sinn machen, das hier verschweigen zu wollen. Man kann es im Internet auch nachlesen. Sie haben jetzt einen schnellen Internetzugang. Wie gesagt, erkannt. Wir sind da massiv dran, hier zu einer Verbesserung zu kommen und hoffen, dass wir Sie zur Zufriedenheit bedienen können. Wir würden uns freuen, noch mehr Kunden zu bekommen. Ich habe die Zahl 80 Verträge. Was waren es jetzt aufgeschaltet? 33 nach meinem Informationsstand. Wir hatten mal kalkuliert auf 150. Das heißt, wir hoffen darauf, dass wir da eben auch die entsprechende Zahl von Verträgen dann noch bekommen. Gut. Von unserer Seite vielen Dank allen Beteiligten. Da sind viele auch im Hintergrund, die irgendeinen Teil dazu beitragen, die gar nicht groß im Rampenlicht stehen, aber die einfach einen wichtigen Teil dazu beitragen zum Gelingen. Das sind manchmal Kleinigkeiten, letztlich die darüber entscheiden, ob man dann vielleicht nochmal eine Woche oder zwei Wochen Terminverschiebung reinbekommt oder ob irgendwas noch glatt läuft oder ob man irgendeine pragmatische Lösung finden kann. Dafür herzlichen Dank allen Beteiligten, die hier ihren Beitrag geleistet haben. Dankeschön. Wenn ich es richtig sehe, ist jetzt der offizielle Zuhörteil beendet. Bevor, nachdem die Teller schon eingetragen werden, das völlig erst losgeht, möchte ich Ihnen aber trotzdem kurz die Gelegenheit geben. Möchte jemand aus welchem Anliegen heraus auch immer noch eine Anmerkung, einen Hinweis, einen Satz sagen, der hier deswegen gut ankommt, weil alle Beteiligten am Tisch sitzen, dann bitte ich kurz um eine Wortmeldung. Ich darf noch ganz kurz was von unserer Sicht aus sagen. Für uns war es eine gute Aktion, eine wichtige Aktion. Wir haben es jetzt in dem Winter wieder gemerkt, also wir haben keine Störungen hier mehr im Netz, denn die gesamte 20.000 Volt Freileitung, an denen bis jetzt die Dörfer ja dranhingen, die Ortsteile, die sind abgebaut, es geht alles übers Erdkabel. Und Erdkabel ist natürlich lange so empfindlich, wenn es schneit, wenn es stürmt, wie ein Erdkabel. Das war für uns die einzige Möglichkeit, dass wir es gemeinsam machen. Allein hätten wir das Stadtwerk es nicht hingekriegt. Wir hätten allein mit der Bundesnetzagentur nie durchgekriegt, dass ein Erdkabel verlegt wird. Aber durch das, dass das Glasfaser mitgelegt worden ist, war es natürlich einfacher. Und auch ein ganz großer Dank an die Ortsvorsteher. Denn die wussten alle, wenn die Grundstückseigentümer nicht die Kabel durchlegen lassen, dann gibt es kein DSL, dann gibt es kein schnelles Internet. Und von daher haben wir fast keinen Aufwand gehabt, mit Grundstückseigentümern zu verhandeln. Das haben alles die Ortsvorsteher übernommen. Und die Bürger waren einsichtig, haben sofort zugestimmt, dass man durchlegen kann, weil es ja für eine gute Sache ist. Das war eine ganz tolle Zusammenarbeit. So schnell haben wir eigentlich noch nie eine Baumaßnahme durchgekriegt. Und von daher sind wir eigentlich dankbar. Jetzt hängen die Ortsteile an zwei wichtigen Lebensadern. Einmal an der 20.000 Volt-Leitung, um die Stromversorgung sicherzustellen, und einmal an Glasfaser, um das Internet sicherzustellen. Ich denke, besser kann es gar nicht laufen. Jetzt haben wir auch Ringershausen noch mit eingeschleift, dadurch, durch diese Baumaßnahme, weil wir von Hachtel nach Ringershausen sind. So haben alle Ortsteile eine Ringversorgung, das heißt, wenn ein Kabel ausfällt, kann man es vom anderen Ort immer noch her versorgen. Also besser geht es gar nicht. Danke. Danke für diese wertvolle Information. Alles Details, die wir so alle wissen, was ich in der Kirche. Aber das ist eigentlich optimal. Das muss entsprechend gewürdigt und dargestellt werden. Okay, gibt es noch weitere Anmerkungen? Na gut, wenn man jetzt in die Vergangenheit blickt, ne, und sagt, was ist in den letzten 6, 7 Jahren passiert. Damals mit dem ISDN-Anschluss war das
Stand der Technik. Jetzt haben wir einen DSL-Anschluss, den wir kriegen, damit wir wieder auf dem Laufenden sind. Stellt sich eigentlich die Frage, was in 10 Jahren, wo stehen wir da? Können Sie da vielleicht schon was dazu sagen, wie sich das entwickelt hat? Natürlich geht der Trend dahin, den Hausanschluss mit Glasfaser zu realisieren. Das ist natürlich ein sehr aufwendiger, kostenintensiver, vermutlich sehr, sehr langer Weg. Letztlich, aber das ist das, was sicher so nach und nach in den nächsten, wir dann doch von Jahrzehnten sprechen, dann aufgebaut wird. Und da ist das jetzt aber natürlich ein guter Zwischenschritt. Einfach so gesagt, die Glasfaser muss immer näher ans Haus hinrücken. Und da ist bis zum KVZ, bis zum Kabelverzweig, ist jetzt mal ein Zwischenschritt. Und von dort können wir dann aufsetzen. Das wird dann vermutlich mal auch nicht immer gleich auf einen Schlag gehen. Entschuldigung, ich habe jetzt gar nicht hochgeschaut irgendwo. Darsteller. Ja, das wird sich natürlich die Möglichkeit bieten mit der Stadtwerke. Das sind dann solche Punkte, wo man sagt, okay, Dachständerverkabelung, bei solchen Gelegenheiten Glasfaser mit in den Boden legen und so weiter und so fort. Da gibt es mal eine Maßnahme, wo irgendein Rohr erneuert wird und so weiter. Also das wird, würde ich mal sagen, in der Regel nicht in einem Zuge erfolgen, sondern so nach und nach. Das wäre sicher eine zu hohe Investition, um das so stemmen zu können, sondern würde sich anhängen an andere Maßnahmen, die so durchgeführt werden, Verkabelungen, Rohrerneuerungen und so weiter und so fort. Und so meine ich, wird es nach und nach der Glasfaserhausanschluss kommen. Ist es dann ratsam, wenn eine Neubauung wieder Schluss ist, dass man einen Leerrohr mit reinlegt oder was legt man da jetzt mit rein? Das ist eine gute Frage. Das würde ich auf jeden Fall empfehlen. Ja. Wo endet das Lehrer? Vielleicht kann ich da nur eine Anmerkung machen als Berater. Der also es ist auf jeden Fall sinnvoll, wenn Sie die Baumaßnahme haben. Eine Erschließung von einem Neubaugebiet oder Gewerbegebiet ist ja so eine Neubaumaßnahme, dass man dort was mitverlegt. Und zwar möglichst so, wie man Wasser auch mit auf die Grundstücke legt quasi. Dass man wirklich auf den Grundstücken schon ist. Es reicht nicht, wenn man nur einen Leerrohr entlang der Straße hat, weil das Glasfaserkabel muss ja ins Gebäude rein. Und da gibt es entsprechende Systeme auch heute schon, wo man mehrere kleinere Leerröhrchen dann in einem Paket hat, wo man jeweils eins dann abzweigt auf die Grundstücke dann raus. Also das wäre eigentlich das optimale System. Man kann das dann auch später mit Glasfasern dann beblasen. Man muss das nicht gleich machen, sondern erst wenn das Gebäude steht, wenn der Hausanschluss da ist, für Wasser, für Strom und so weiter, gibt es auch entsprechende Hauseinführungen, so Mehrspatteneinführungen, wo für Glasfaserkabel schon vorbereitet sind. Das heißt, das müsste die Stadt Bad Bergheim beim Tiefbau, bei der Ausschreibung mit berücksichtigen, dass der Tiefbauer diese Leerrohrtechnik mit den Speisungen, also mit den Leerrohrspeisungen mit ausschreibt. Dass es dann gleich mit drin liegt. Genau. Das macht ja der Tiefbau, sonst macht es ja niemand. Genau, bei der Erschließungsmaßnahme, es geht nicht günstiger wie synergetisch mit anderen Baumaßnahmen. Mhm. Wenn man später wieder aufmachen muss, der Tiefbau ist einfach mit über drei Viertel der Gesamtkosten einfach der teuerste Teil. Und wenn man diese Tiefbaukosten auf mehrere Sparten verteilen kann, ist es günstiger. Da haben Sie ja bestimmt einen Ausschreibungstext. Wenn die Stadt Bad Bergheim hätte, wäre das ganz einfach, das nur mit dran zu hängen, wenn ein Baugebieterschluss ist. Ja, wobei, da muss man halt auch gewisse Planungen natürlich machen. Also nicht nur bei der Ausschreibung, sondern bei der Planung schon von der Erschließung sollte man das schon entsprechend berücksichtigen. Mhm. Vielen Dank. Also ich bin jetzt wirklich begeistert, was da so ein Punkt betont. Ich bitte das mit ins Protokoll zu nehmen, weil man natürlich von Ihnen sowohl ein paar Standardtexte als auch vor allem das Anliegen nochmal in Detail aufnehmen. Weil wir haben ja die Tradition, dass zumindest teilweise Leerrohre verlegt wurden in der Vergangenheit. Und wenn man das systematischer gestalten kann auf die Zukunft hin, dann sollte man das auf jeden Fall aufnehmen. Herzlichen Dank. Okay, gibt es weitere Ideen, die wir kurz ins Gremium werfen, dann bedanke ich mich bei Ihnen allen. Jetzt steht es fest auf dem Tisch. Ich wünsche einen guten Appetit, um das nochmal klarzustellen. Sie sind eingeladen von der Stadt und nicht auf Kosten des Hauses, weil die Arbeit auch schon von irgendwas nehmen muss. Also lassen Sie sich schmecken. Es wird auch von Nachschub gesorgt, sobald der Blatt weg ist, sodass wir es noch einen kleinen Ostern haben. Und ich wünsche gute, individuelle Gespräche am Tisch. Guten Appetit. Thank you.
Sie sahen den Start der schnellen Datenleitung in den Ortsteilen von Bad Mergentheim, Dörtl, Hachtel, Herbsthausen, Roth und den anschließenden Vortrag in der Brauereigaststätte Herbsthausen. Global White bedankt sich für Ihr Interesse. Weitere Informationen zum Anbieter Neckarcom Telekommunikations GmbH finden Sie unter www.neckarcom.de oder über die Stadtseite der Stadt Bad Mergentheim www.badmergentheim.de.